Heiliger Abend. Als ich so aus dem Fenster sehe in Bayern dieses Jahr, es liegt schon wieder mal kein Schnee, ist langsam nicht mehr wahr. Wo kommt der Weihnachtsstimmung her? Die Glocken läuten zwar, doch peitscht der Regen immer mehr laut an das Haus wie jedes Jahr. Da fällt mir die Geschichte ein, vor langer Zeit war sie verbracht, als kam das kleine Jesuslein zur Welt im Stall ganz sacht. Und da lag auf des Stalles Dach nun ganz gewiss kein Schnee. Ich dachte lange drüber nach, trank meinen heißen Tee. Die Weihnachtsstimmung heutiger Zeit bestimmt Geschäft und Geld. Ich bin dazu nicht mehr bereit, weil mir das nicht gefällt. Die Regenwolken sind verzogen, ein Sternblick hell am Himmelszelt. Doch ist die Welt nicht ganz verbogen, die Botschaft doch auf ewig hält. Und während ich die Schritte lenke zur Kirche, wo die Glocke läut, ich endlich weihnachtlich nur denke, wir gehen zum Geburtstag heut. So wünsch ich all den dieses Lesen, die wunderbare heilige Nacht. Und ist es wieder schön gewesen, dann hat das doch nur er verbracht. Heinz Bornemann. Mit diesem kleinen weihnachtlichen Gedicht, heute am Heiligabend, wünsche ich euch frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest. Lasst euch reich beschenken, feiert mit euren Verwandten und Geliebten und habt schöne Feiertage. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Nee, passt jetzt nicht. Aber in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Servus. Man sieht sich.